Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3, die Legendär Edition. Das Tigel-Projekt hat von der Asari-Regierung neue Tech erhalten. Ich bin froh, dass sie beschlossen haben, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Jeder muss jetzt kämpfen, ganz egal wie hübsch er ist. Ich habe das auch gelernt, auf die harte Tour. Tja. Gut, wir haben da nichts. Wir fliegen jetzt wieder zu Citadel. Da waren wir ja noch nie. Und werden die beiden treffen hier im Angriff nehmen. Weiß nicht, wie oft ich immer Mum gesagt habe. So, hierher. Die Frage, wo sie sind. Hier oder hier? Schauen wir mal hier. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nee, danke. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Danke. Ist hier jemand? Nein, natürlich nicht. Warum sollte auch hier jemand sein? Sicher? Natürlich. Haben Sie seitdem etwas vergeben? Hoppala. Nee. Spectre-Status erkannt. Wir hätten ja gesagt Krankenhaus, oder? Ankunft beim Ultra-Krankenhaus. Und Konsole. Gibt es irgendwo hier? Willkommen bei Sirta. Bisschen müdige. Ah, da ist er ja. Hey Shepard, schön Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Ich muss gehen. Das war's? Was ist mit dem Tigel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tigel bauen, Shepard. Und dann gewinnen wir dieses Ding. Das spüre ich. Auch diese geballte Faust. Ja, sicher, ich spür's. Und ich zähle auf Sie und alle anderen. Es muss klappen. Das wird es. War interessant, Bryn kennenzulernen. Wie geht's dir? Sehr gut. Es ist schön, Sie bei der Arbeit zu beobachten, ohne dass die Sorge um die Kolonie Sie ablenkt. Und Sie beide? Wir bekommen ein Baby, Shepard. Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner. Alles richtig machen. Es ist... Ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Bryn will das Kind nach Ihnen benennen. Wirklich? Ja. Bitte nicht. Shepard. Das ist... schön. Ja. Ich werde Sie ausreden. Nichts für ungut. Schon okay. Gut. Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Lust schon, Shepard. Aber nein. Sie arbeiten also am Tigel. Ich bin zwar klug, aber nicht so klug.
Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht's ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Nee. So, das war's. Er muss weg. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Aber... So, was haben wir noch? Konsole auf 2. Mal sehen, was machen. Mir sogar angezeigt, die Konsole. Hier. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Ich habe keine Ahnung. So. Spectre-Status erkannt. Jo, danke. Noch da jemanden? Und da geh schauen, ob jemand da ist. Ja, 4. Ist Samara. Da ist sie ja. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Valer ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Natürlich mache ich das. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Tja. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Die Größe kommt nicht an. Derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Macht es. Kommt Valer in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Valer. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen.
Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Falea einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Bitte, bitte. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Lieutenant Commander Ashley Williams, Papa. Der zweite Spectre der Menschen, hinderte zusammen mit Commander Shepard des Cerberus-Trupps daran, den Rat zu töten. Spectre-Status erfüllt. Da waren wir. Schauen wir da noch her. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Miranda. Yara. Das schaue ich zu Liara. Wahrscheinlich ist es eh nur das Gleiche. Wie beim letzten Mal. Ihr Name ist Tashia Paray. Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Sorry. Hallo, Shepard. Ist was, wenn die Minister hier kriegt? Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Willkommen bei Ego Munition. Am Ende noch selbst drauf. Ich danke, dass Sie bei Ego Munition eingeladen. Willkommen bei Cypriotin. Bitte. Ich weiß, aber C-Sicherheit in Frage zu stellen, ist der falsche Weg. Wie wäre es, wenn der Gewinn aus den neuen Verkäufen geht an die Truppenhilfe auf Pelevan? So, jetzt gehen wir zu Miranda. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche... Der zweite Spektrum der Menschen hinderte zusammen mit Commander Shepard des Cerberus-Truppen daran, ihm den Rat zu töten. Bis hier gibt es noch keine... Ist sie? Apartments. Schwere Verluste bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die Kolonien Elysium, Tiptree und Susu. Also, ich glaube, da war ich ja schon, oder? Nee, da ist sie. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Ich verstehe Ihre Beweggründe. Sie kannten mich ja gar nicht. Ich hatte vorher noch nie mit so vielen Blackboxes zu tun. Ich fühlte mich blind. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat Sie so beschäftigt? Ja.
Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mich auf unzählige Arten verändern können, haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Bin ja wirklich gespannt. Gut, das war jetzt hier Zufall. Die E-Mail habe ich verdrängt. Aber cool. Was sind da Tauben am Dach? Tja. Er wird wegen Sex gesucht, ha? Gott, heute bin ich wieder extrem kindisch. Ich schaue, ob ich noch einen anderen Anzug bekomme hier irgendwo. Da haben wir einen Cerberus oder den Magnets. Gut, ja. Oh, Wein. Nee. Kann ich irgendwo fliegen? Ja, wahrscheinlich hier. Jawohl. Schauen wir hier, ob jemand noch da ist. Nee. Niemand. Gut. Dann geht's zurück zur Normandie. Und weiter geht's. So. Jetzt hab ich echt nur mal das da hinten. Das machen wir jetzt auch. Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gas-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Gut, wurde aber auch Zeit. Nee, das war natürlich eine schlechte Idee für Legion. Legion! Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandie kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere Ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen Sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut, unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können?
Wir bringen sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali! Tali Zora was Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Ich mag Tali so sehr. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Jo, ja. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen Sie ihnen? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hol Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Was? Natürlich. Liara! Tali ist die Einzige, die Liara Naja, Miranda vielleicht auch. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Ja. Dieser Weiberhals. Gut. Dann machen wir das mal. Ja, auch gleich daneben. Irgendwo was anderes. Der Delver, die blinkt immer. Aber da habe ich eigentlich nichts. Robio ist fertig gemacht. Und los geht's. Es wird eine große Mission. Darauf kann ich mich erinnern und die kann ungut enden, das weiß ich auch noch. Gut. Dann los. Das sieht cool aus. Das aber auch. Aber ich nehme das, hat eine coole Maske. Javik wieder mit. So, sie hat nur diese, aber die kann ich ihr eine neu geben. Und zwar Skorpion. Und hier. Gott, hier habe ich viele. Viele. Nehmen wir die. Ach, fuck. Und los geht's. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoch in 5 Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffsignaturen in aktiver Kampfhandlung. Hab ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Die Kacke dampft her. Tarnsystem aktiviert. Die entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Anlage hat Zugriff auf ihre Andockprotokolle.
gut. Sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tali ist Expertin für Geth-Software und zuständig fürs Hacken und die Sicherheitssysteme. Gut. Sie sind also ein echter lebendiger Proteaner? Im Gegensatz zu einem falschen Toten? Oh, okay. Shepard, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mucksmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. One minute. Die Quarianer Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Es ist 30% größer als ein Allianz-Schlachtschiff. Tali, Sie werden die Aussicht lieben. Besser als ein Video? Viel besser. Auch, dass hier überall gekämpft wird. Erinnerungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt es das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ernst wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Geth benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche. Die Geth sitzen jetzt da und sagen sich, Dummer, mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Dimp. Das war knapp. Der Rest des Teams muss sich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Tali soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Augen auf, ich komme! Ist da was hinten? Nee. Auf da, komm. Hopp, hopp. Türe? Keine Türe. Gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Verstanden. Sie können an Bord gehen. Widerstand? Alles ruhig bisher. Sie haben uns noch nicht entdeckt.
Mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Da, sie ist offen. Wir können gehen. Sieht beeindruckend aus. Hat Admiral Zen entworfen. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und synthetische Wesen stört. Also, wohin müssen wir? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorcluster. Ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Wir müssen einen Krieg verhindern, Dali. Und damit war es das mit der Folge. Cliffhanger, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.